Und hier ist das nächste Mal. Die große Marketingkampagne läuft, wie man hier sieht. Der Hype steigt und steigt und steigt. Ich glaube, wir können uns mal für 500.000 eine größere Bude leisten. So, RPG. Das hoch, das bleibt, das geht runter. Und ich glaube, da können wir dann schon mal wieder eine neue Engine raushauen. Gaga 8. So. Und das könnte sogar aufgehen, wenn der Verkauf einigermaßen aktiv bleibt, während wir die Messe stattfinden lassen. Könnte das vielleicht sogar noch für UFO-Verkaufszahlen funktionieren. So, Management funktioniert, Fantasy-RPG funktioniert. Alles klar. Aber so wie es aussieht, wird es eng. 1 Million Sales. Yeah, die erste 1 Million verkauften Einheiten. Yeah. Oh, da gab es nochmal einen Schub hier hinten. Seht ihr das? Da, wunderbar. So, auf der G3. Was klang mal? 103, 150, 100... Oh, schön. 191.000. Es gibt nochmal einen kleinen Verkaufsboost. Ja, wird knapp. Aber sieht gut aus. So, schicken wir euch mal auf Urlaub. Das können wir uns jetzt mal leisten hier. Die letzten paar Bugs, die kriegen wir. So, wir haben einen Hype von 132 generiert. Das sollte doch einigermaßen resultieren. So, neue Engine mit... kriegt auch generell die neue Grafik dann schon. Gucken wir mal. Ja, bitte gib mir 3x10 oder so eine 9, okay? Oder 4x9, bin ich auch zufrieden. Oder 1x9 und 1x10. Alternativ nehme ich auch 2x10 und 1x9. Und jetzt noch die dritte 10. Ja, die dritte 10. Da ist die 10. Oh, ist das herrlich. Ist das wunderbar oder ist das wunderbar? Ich finde, das ist wunderbar. Und dann können wir hier mal noch Wild West erforschen parallel dazu. Das knattert ordentlich in der Kiste jetzt hier gleich. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wir haben jetzt 3 Millionen in der ersten Woche verdient. Und das knackt, so wie es aussieht, innerhalb des, der ersten 2 Monate schon die 1 Million Marke. Und nochmal Verkaufsbonus durch Nachrichten. Zack, 1,2. So, dann können wir nämlich hier gleich mal die Custom Engine machen. Dann nehmen wir die 8 gleich mal raus hier. Gage 8. So, 3D-Grafik 5. So, die Maus, den Joystick mit rein. Die Minigames mit rein. Irgendwas vergessen. Simple Cutscenes brauchen wir nicht. Linear brauchen wir auch nicht mehr. Bam, bam, bam. Mono-Sound gibt's nicht mehr. Haut rein. Eigentlich können wir nochmal einen einstellen, oder? Oh, steigen wir jetzt auf ins nächste? Ah, nee, ich glaube noch nicht. Da machen wir lieber noch ein bisschen anderweitig weiter. Obwohl, eigentlich ist es Blödsinn. Wir könnten eigentlich aufsteigen und dann zusehen, dass wir einen von den Leuten hier befördern und dann unser erstes MMO entwickeln langsam. Oder erforschen zumindest. Eieieiei, wie machen wir es denn? Na, erstmal die neue Engine und dann erstmal gucken. Wobei, wir müssen die Leute noch trainieren, dass die da auf den Standard kommen, um die zu befördern. Game Gear, Dreamcast, Game Gear. Können wir gleich mal gucken. Was machen wir denn eigentlich? So, was haben wir hier noch? Stars. Wenn wir mal. Sport Action. Space Action. Military Action. Pirate Adventure. Racing Simulation. Blaster Action. Pirate Adventure. Fantasy. Danach, da können wir mal eine Nachfolge machen. Racing Casual. Military Casual, das hat sich nicht so gut verkauft. Racing Simulation.
8,5, ist auch schon 5 Jahre her, 6 Jahre. Ich denke mal, Racing-Simulation mit dem Lenkrad. Ja, das machen wir mal. So, Develop Sequel. Und zwar... Wie lang ist denn das eigentlich hier? Hier noch ein schlechtes Airplane-Simulation. Ein Jahr zu kurz. Nachfolge? Haben wir davon eine Nachfolge? Ne, ich glaube nicht, ne? Wir davon mal eine Nachfolge machen? Verkauft hat sich sie eigentlich. Verdient aber auch nicht viel. Nee. Nee. Generalissimo TS Militärstrategie. Militärstrategie. Auf dem PC. So, hier. Wo wir es gerade mal sehen. Marketanteile, hier, das variiert immer. Die Konsolen immer, je nachdem wie aktuell die sind. Der Game Boy bleibt eigentlich relativ aktuell. Die neuen Konsolen immer starten immer so mit zwischen 20 und 30% Marktanteil zwangsläufig, weil neue Konsolen und so. Aber der PC hier, der bleibt relativ konstant immer im oberen Drittel. Immer so 16, 18, 19%. Eigentlich immer eine feine Sache. So, Generalissimo PC. So, Medium, Major. Weil PC, Major und so. Weil bekanntermaßen haben nur erwachsene Leute das Ding. So, und da mit der neuen Engine kostet das mal eben 455.000. Aber wir hauen mal hier noch ein bisschen Marketing raus, und zwar 2 Millionen. So, was ist das? Militärstrategie. Strategie. Opa. Opa-Strategie-Style. Maus, Gamepad aus. Das brauchen wir nicht. Und das Halbmeter steigt schon wieder. Wir sind jetzt nämlich unabhängig, wir brauchen keine Publisher mehr. Weil Schaden tut's nicht. Ist ein netter Verkaufsboost. Die Minigames machen wir mal an, das ist totaler Blödsinn für einen Strategietitel, aber wer weiß. So, was hoch, das hier hin. Alles an, sehr gut. Ich denke mal, mit unserer, wenn wir die Option dann gleich noch haben, dann werden wir gleich mal ins neue Büro umziehen. Was ist es? Strategie, genau. Das hoch, das hoch. Das runter. Unter 100, alles unter 100. Perfekt, klappt doch. So. Dann können wir nämlich in dem neuen Büro Large Games entwickeln. Größere Spiele. Mehr Umfang, mehr Umfang, mehr Umfang. Und dann auch mehr Möglichkeiten, Kohle loszuwerden. Okay, jetzt gibt es erstmal Klimaanlage fürs neue Büro. Ja, was? Auch alt. Klimaanlage noch rein. Hype 73, das ist eigentlich okay. Zack, alle Bugs raus. Nochmal ein bisschen arbeiten lassen. Zack. So, gut Management. Okay. Surround Sound können wir noch entwickeln, dann machen wir es gleich mal. 240.000 und du kannst hier noch mal eben Transport entwickeln. UFO. UFO ist auch gut. Könnte man nämlich eine Fortsetzung zu UFO machen. Mystery. Mystery oder Government. Oh, Business. Dann haben wir es durch. So, gucken wir mal. Jetzt kriegen wir garantiert eine Fünferwertung oder sowas. Ah, nah dran. Okay. Eine Bullshit-Wertung hier. Man sieht seine Verkaufszahlen, das schlägt nicht so. Es ist Wahnsinn. Total bekloppt.
So, Urlaub. Ich denke mal, wir werden nochmal Publishing Deal nochmal einmachen, oder? Any Topic Simulation. Ne, Simulation Minimum 6. Bam, bam, bam. Eine Simulation. Any Topic. Ja, klar. Können wir gleich ein neues Thema verwursten. Was nehmen wir dann? Eine City Simulation. Pick, zack und zack. Und dann nennen wir das Ganze SimCity. Gucken, ob es da ein Achievement für gibt. 3D. So, Maus. Das ist totaler Blödsinn, wenn wir das anmachen. Simulation. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oh, ein bisschen Marketing dazu. Kleine Kabine. Geld sparen. Oh, das geht ein bisschen runter. Das geht ein bisschen hoch. Müssen wir halt aufpassen, dass wir hier dann nicht überziehen bei den Kameraden. So. Man braucht eine Minimum 6. Gibt es noch die Messer vorher? Ich glaube nicht. 180, das stimmt. So, dann müssen wir ihn ja austauschen mit ihm. Dann sind wir nämlich genau drauf. So. Messe, genau. Passt wunderbar. Verkauf läuft noch. Und wir knacken jetzt die 200.000. Los. Jawohl. Der Hype steigt nochmal ein bisschen. So, gucken wir mal. Dreamcast ist gerade erschienen. Also, mal ganz ehrlich, Jungs und Mädels, wenn das jetzt nicht eine vernünftige Wertung gibt, dann weiß ich es auch nicht. So, okay, wir haben neue Sachen zu erforschen. Basic Physics, okay, Mod Support, Skill Trees, Dynamic Environment. Joa, joa, klingt gut. Zack, Research, Mod Support, Dynamic Environment und da haben wir keine Punkte mehr. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Eieieiei, eine 8. Hm. Ist eine 6. Okay. Ja, so mittelmäßiges Spiel. Aber es verkauft sich. Wir verdienen zwar nicht viel dran, aber... Hier noch was... Nee. Mal trainieren mal ein bisschen. So, okay, hier können wir dann schon Spezialisierungstraining machen. Bom, 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 bom. Aber nicht, okay. Ich denke mal, das Günstigste wäre eigentlich, wenn wir komplett neue Leute holen, oder? Special Offer. Ja. Oh, kriegst du jetzt erstmal Urlaub? Ach, das Training können wir immer noch nicht, weil... Immer noch nicht. So, während du vom Urlaub wieder da bist. Ah ja, ein Spiel haben wir noch raus. Medium, und zwar machen wir jetzt eine... Virtual Pet...
Casual für den PC, Major, und zwar nennen wir das Tama. Genau, Tama Gott G. Ich weiß, falsch geschrieben, aber das ist Absicht. Oder bauen wir das lieber? So. Ja. Das können eigentlich alle spielen. 3D. Jo, machen wir das Gamepad mit an, Joystick mit an. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ich lach mir einen Ast, wenn wir damit jetzt wieder 10er hinkriegen. New Topics, ne? Das ist ja ein neues Topic, oder? Virtual Pet? Ist das neu? Glaube ja, ne? So, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Jo, gutes Management, neues Thema, alles an und Feuer frei. Bam, 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 bam. Alle Bugs rausfixen. Weil Bugfixing mit einem Patch hinterher ist aufwendig und umständlich. Das heißt aufwendig. Das ist einfach Unsinn. Oh, das sieht gut aus. Muss man halt einen Patch nachliefern und so, ne? Bla. New Research. Stereoscopic 3D. Okay, was brauchen wir dafür? Game Design Multigenre. Es ist nicht schlecht. Können wir nämlich zwei Themen in einem verwursten. 80 AP. Okay. Was haben wir hier noch? Neues Thema Mystery und Game Dev. Dann bauen wir hier nämlich noch das vierte rein. Genau, machen wir hier. Dungeon. So, jetzt. Ich habe Erfolg gesehen, Freunde. Eine 8. 8 ist gut. Und noch eine 8. 8 ist gut. Ja, 3×8. Und Durchschnitt 8 von 10. Das ist nicht schlecht. Jo, dann können wir das in Ruhe erforschen und dann... kauft sich mittelprächtig. Aber wir verdienen gut dran, insofern. So. Ja, das ist jetzt die Frage. Bauen wir noch was oder warten wir jetzt auf den Umzug ins nächste größere Büro? Das können wir auch machen, indem wir was entwickeln. Nennen wir das Ganze nämlich Game Dev Tycoon. Dann ist es nämlich ein Game Dev Simulation auf dem PC mit der Gage 8 für alle oder für Erwachsene, für alle. Game Dev, genau, zack. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann können wir dann umziehen. Eine Simulation braucht diese Einstellung. Alles an, Gamepad, Maus, Joystick ist Blödsinn. Gamepad. Kann man das mit dem Gamepad spielen? Kann man eine Simulation auf dem PC mit dem... Ja gut, ich lasse es an. Schadet ja nicht, also. Wobei, L.A. Noir ist ja auch eine Simulation in dem Sinne. Kann man mit Gamepad spielen, okay. Gucken wir mal, ob wir da marketingmäßig... Wollen wir da nochmal 2 Millionen in die, ins Marketing reinblasen? Nochmal bei 26,5. Ja, was soll's. Komm, gib ihm, wir haben's doch.
So, die PlayStation erscheint. PlayStation 2 zumindest. Jo. Badam, badam, badam. Simulation. Zack. Zack. Master System ist damit auch vom Markt verschwunden. So, Simulation, das stimmt, das stimmt, das stimmt, 100, alles klar. Gib ihm... Medium. So, kriegen wir das noch hin, bevor der Verkauf da eingestellt wird? Tamagotchi ist off market. Das ist schade. Das ist die Xbox, die jetzt demnächst erscheint. Okay. So, dann können wir nämlich für die PlayStation 2 schöne Action-Titel machen. Ja, jetzt bringt es natürlich auch nichts, aber na gut. So. Also wenn das jetzt nichts wird. New Topic, New Combo, Great Combo, Trend Match und Good Management. Release Game. Oh, 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 oh. Full Motion, Voiceover. Was können wir hier noch? Okay, das bleibt weg. Skill Trees, das sind 80. Das sind alles 80. Tja, das müssen wir in dem nächstgrößeren Büro machen. Eine 9. Noch eine 9. Eine 10. Sehr gut. Und noch eine 10. Zwei 10, zwei 9er. Das knistert wieder im Karton. Und ein Achievement. Develop the game, visit the game. Yeah. So. Und jetzt ist es abgeschmiert? Nee. Millionen. So, bla 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 bla. So, we should invest in the new office. Kriegen wir hin. Und im neuen Büro geht es dann beim nächsten Mal weiter.